Hallo übrigens auch auf YouTube, weil das hier bestimmt auf YouTube kommen wird. Ne? Wir machen wieder ein schönes, ja, ich glaube, es wird ein Live-Let's Play. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, weil wir haben die Demo gespielt. Die hat ein bisschen was hergegeben, aber die neue Version, die ist richtig ausgebaut. Neue Features, es gab ein Content-Update in der ersten Etage, alles drum und dran. Es gibt eine frühzeitige Zugangswarnung. Das Spiel befindet sich immer noch im Early Access. Es können einige Bugs auftreten. Ganz ehrlich, was? Die sehen Firmen von wirtschaftlichen Problemen oder dem Spiel selbst, dass ich Fehler war? Was? Das Spiel bildet also die Realität ab, ich verstehe. Wir entschuldigen uns im Voraus, alles nicht nötig, prima. Und ich sehe gerade, es kommt auch ein Multiplayer-Trainingssystem. Es gibt bereits ein Poolsystem, es gibt bereits ein Haus. Ein Haus, die. Okay, wir spielen den Gym-Simulator. Es gibt keinen Soundtrack gerade. Nee. Aber es gibt ein Haustiersystem, es gibt ein Upgrade des Obergeschosses und einen Boxtrainingsbereich. Als nächstes kommt Gruppentrainings Pilates, Bauchmuskeltraining. Das ist hier wie bei den Streams, sieht immer sehr lustig. Immer sehr gutes Bauchmuskeltraining. Und Spaßradfahren. Spaßrad, das ist immer so ein Einrad, kennst du das? Und dann musst du dabei jonglieren und hast einen lustigen Hut auf. Das ist Spaßradfahren, toll, dass das kommt. Mit einer Trainingsgruppe aber. Okay. Es gibt ein Multiplayer-Trainingssystem, Heimanpassung, Hunger- und Ermüdungssystem soll es geben. Aber jetzt machen wir erstmal ein neues Spiel, weil unsere Demo-Version offenbar nicht übernommen wurde. Aber ist egal. So, das war schon. Es gibt ein Weihnachtsbaum. Okay, ich muss ganz kurz zum Weihnachtsbaum. Warte. Wir fangen gleich an. Ich muss ganz kurz eben, solange es noch aktuell ist. Wieso gucke ich nach links und rechts? Junge, was für ein schöner Weihnachtsbaum. Aber sind die Geschenke für uns? Kann ich da was? Ich kann ein Geschenk nehmen. Ich kann alle Geschenke. Happy Christmas. Open all Giftboxes. Mein erstes Achievement. Hä, wie cool. Okay, das ist nice. Das ist sehr, sehr schön. Erstes Fitnessstudio kaufen. Da, von dem Geld kaufe ich mir gleich mein erstes Fitnessstudio. Leute wissen es nicht, aber ich sammle Fitnessstudios. Ich gehe da nicht selber rein, ne? Also, wir haben jetzt 42.500 GM. Das sind Gronkh-Münzen. Ja, das ist so eine Währung. Ich habe da so einen Shitcoin rausgebracht. Leute kaufen den, sind einfach Idioten. Und sobald genug drin sind, verkaufe ich meine alle. Ja, das ist ein lustiger kleiner Scam. Mache ich in meiner Freizeit, ey. So, für 5.000 Dollar. So, und unser Name. Namen bearbeiten. Daran habe ich mir jetzt gar keine. Wie haben wir denn unser Fitnessstudio genannt? Fettnass. Soll ich immer Fettnass nennen? Ich konnte Fitness nicht schreiben, weil ich zu dumm bin, aber dafür kann ich sehr gut trainieren. So, Breite ist bei mir lang und breit, so kennt man's. Fettnass, ich guck mal kurz. Farbe, Logo bearbeiten. Ja. Okay. Warte, Switzerland. Oh, Switzerland auch schön. So, hier ist aber. Okay, die Größe. Ich mache natürlich groß, das muss ja werbewirksam sein. Das ist mir. Nee, warte mal. Okay, das geht immer wieder klein, wenn ich. Okay, das ist weird. Aha. Das letzte Studio hieß Streichelzoo. Ich bleibe bei Fettnass. Das ist mein Fettnass-Center. Weißt du was? Ich nehme das hier, diese abgerissene Hand. Hier, die ist einfach abgerissen beim Trainieren, so weggerissen. Ist egal. Wir sind all inclusive. Farbentechnisch sehe ich uns mehr. Rot ist, glaube ich, eine gute Signalfarbe, passt auch gut zur roten Umrandung. Ich mache mir viel zu viel Gedanken darüber, wie es aussieht. Escape ist anwenden, wie man es halt kennt. Ja, Escape ist, so macht man das. Papiere auf den Gläsern beseitigen. Ach ja, ich erinnere mich. Papier entfernen. Stimmt ja, wir müssen erstmal eröffnen. Ich würde gleich noch. Ich habe Tearing drin, ne? Das kann ich bei der Einstellung mal kurz V-Sync anmachen. Dankeschön. Und dann vielleicht 120. Huch. Ich mache 120. Das müsste gut passen. Auflösung. Was ist denn da los? Das ändert alles. Da. Also jetzt sieht aber wirklich, jetzt sieht man die 4K richtig, oder? Also jetzt ist, wow, ist ganz anderes Feeling. Müll sammeln. Den muss ich jetzt immer. Ach ja, das war fallen lassen. Okay, ich sammle ganz kurz den Müll ein. Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr mal wieder. Ich bin ganz ehrlich, ich muss das heute machen. Nach der Woche habe ich bei mir am Rechner hier rings um den Rechner ist immer. Hier ist immer Quarantänezone. Und so ähnlich sah es hier auch aus. Also ich musste dann ein paar Mal laufen, um alles wegzuräumen erstmal. Damit hier für den Stream alles schick ist. Warte mal, das ist aber Collector's Edition. Die kann ich nicht wegwerfen, das ist eine Collector's Edition. Weg damit. Okay, alles klar. Gut, hier ist PlayStation 5 drin. Ganz ehrlich, die brauchen wir nicht. Wir machen jetzt Fitness. Weg mit der PlayStation. Keine Ausreden mehr.
Keine Ausreden mehr. Ich hätte ja auch neben dem Müll stehen können. So, warte. Nur auf Mittel. Ich guck gleich nochmal. Qualität war auf Mittel. Ja, jetzt, wo ihr es sagt, jetzt fällt es mir auch auf, dass die Qualität Mittel ist. Pass auf, jetzt wird... Ich mache erstmal niedrig. Aha. Sieht immer noch besser aus als Gollum. Also ich muss schon sagen. Okay, dann mache ich die Qualität jetzt hoch. Einfach nur, dass wir alles gesehen haben. Warte, warte. Qualitätsstufe hoch. Ganz anderes Game. Oh, da, ja, ein bisschen, okay. Ja, okay, das ist schon, also da muss man schon sagen, das sieht mindestens so gut aus wie das neue Avatar-Game. Also, wow, auch die Charaktere. Humpf, 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 da guckt das T-Shirt durch die Jacke. So, einfach tausendmal besser, das sieht besser aus als mein Leben. So, halten Sie Tab gedrückt. Ich finde es schön, dass die Pfote da mal noch durchscheint. Um das Werkzeugrad zu öffnen. Okay. Wähle und lasse los, Tab. Und jetzt müssen wir wischen, ne? Jede Spur einzeln. Wir müssen sie leeren. Ja, wir müssen sie leeren. Das ist, oh, hier, die Papierkugeln müssen auch noch weg. Weiß, ich mach mal ganz kurz, ich mach mal kurz was für dich. Komm, ich mache, wir machen mal eben, warte mal, wo haben wir den? Wir machen mal hier. Wir gucken mal, ob die Musik passt, ja? Habe ich jetzt, habe ich gerade aufgeräumt? Computer benutzen. Ja, aber ich würde gerne vorher vielleicht, achso, bevor ich, darf ich die Papierrollen hier? Guck mal, das ist auch Müll. Ich mach die erstmal weg. So. Das ist erstmal unsere Musik. Wir machen nachher natürlich coole Trainingsmusik, aber wenn es richtig losgeht mit der schweißtreibenden Arbeit, ne? Wir machen richtig Pumpermusik, Leute. Wir wollen schwitzen. Natürlich. Ich will, dass ihr beim Zuschauen schwitzt. Ihr müsst Kalorien verlieren beim Zuschauen. So. Hier sind die Männer umkleiden, oder? Ich weiß gar nicht. Ist, ach ja, das ist, heutzutage ist das fließend einfach. Ja, das hier ist die Männer umkleide, das ist die Frauen, ist einfach egal. Ich reiß die Wand hier einfach ein, dann geht da alles rein. So machen wir das nämlich. Wir sind hier fortschrittlich. Wir benutzen sogar ein Deodorant. Überleg mal. Das kennen die meisten von euch gar nicht. Habe ich auf RTL gehört. Jedenfalls, so, wir machen jetzt, kaufe mindestens 2 Ausrüstungen. Kaufe erste Ausrüstung. Fitnessstudio, Schwimmbad, Umkleideraum. Was? Zurück zum Haupt... Neues Mit... Aha. Ich habe das schon mal gespielt, ne? Oh, guck mal, hier spielt er... Hier ist eine Playlist. Komma, Get It Bonkers Beat Club. Okay, warte. Wenn Sie ein Twitch- oder YouTube-Streamer sind, kann die Musik urheberrechtliche Probleme. Ja, gut. Dann. Okay. Ich verstehe. Na gut. Okay, gut, dann bleiben wir dabei. Shop. Kurzhandelständer. Ich finde es schön, dass das hier nichts verdeckt. Das ist alles sehr, sehr übersichtlich. Laufband. Ich würde vielleicht 650, ich kaufe mal 3 Laufbänder, ja? 3. Und dann noch 3 von denen hier. Wir haben ja ein bisschen. Okay. Obwohl ich die eigentlich auch ganz nice finde. Haltbarkeit 100%. Tier ist 1, okay. Rudergerät ist direkt hier 3. Bam, Yogamatte. Für die Beine. Sag mal, ich habe gerade 3 Laufbänder gekauft. Wie läufst du auf den Laufbändern? Machst du Handstand auf den Laufbändern? Das wäre beeindruckend. Ich kann natürlich auch die Dinger kaufen, aber weißt du was? Ich hole mal hier 3.000 kosten die. Uff. Rudergerät. Ruder muss los. Die Musik ist einfach... Ich bin Privatinspektor. In einem Fitnesscenter ereignete sich folgender Fall. Madame Smith Lotheroy von Birkelsberg trank ihren Nachmittagstee, als sich plötzlich die Tür öffnete und eine Blondine das Metier betrat. So. Ihre Beine waren 300 Meter lang. So, sie wollte trainieren natürlich. Deswegen war die natürlich hier drin. Das ist klar. So.
Ich kaufe ein Rudergerät. Warum der Geiz? So, kaufe 4 Umkleide... Sie konnte nicht trainieren. Ihr fehlten die Umkleidekabinen. Ich kaufte 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich kaufte 6. So, verschlossener Schrank. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 Bänke und erforderliches Level 4. Kaufe Mülleimer. Da habe ich das Spiel drin gefunden. Nein, okay, na, was? Na, was? Hör auf jetzt. Fliesen, Farben, Extras und Pool. Mülleimer. Ist das ein Mülleimer? Fitnessstudio Qualität 0,25. 2. Okay. Was? Platziere, das kann man sehr gut, platziere 2 Ausrüstungen im Fitnessstudio, drücken und halten und Bauwerkzeug auswählen. So, und ich platziere erstmal die Laufbänder. Und ich möchte das aber gerne so haben, dass man die Leute schwitzen sieht. Das ist mir sehr wichtig, die Laufbänder müssen unbedingt vor irgendeinem Fenster stehen, damit man, wenn man vorbeigeht, ne, du gehst gerade zum Essen, oh, halt erstmal mal Mac, ist wieder 6 Big Mac reinschieben. Und dann musst du am Fitnesscenter vorbeigehen, wo du, damit du siehst, wo du später landen wirst. So. Okay, mache ich das mit dem Gesicht zum Fenster oder andersrum? Das ist die große Frage. Soll ich so rum machen? Das ist vielleicht noch unangenehmer. Arsch zum Fenster. So. Niemand hat gesagt, dass ein gutes Fitnesscenter ist. So. Ich würde mich da nicht anmelden bei Fettnass. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. So. Perfekt. Beim Trainieren rausgucken. Ich denke gar nicht so sehr an... Überlegt, okay, pass auf, das ist Unternehmergeist, ja? Die Leute, die sich hier angemeldet sind, die hier trainieren, die haben den Vertrag schon unterschrieben. Es geht um Leute, die hier ins Schaufenster gucken. Die sollen unterschreiben. Die sollen reinkommen und unterschreiben. Verstehst du? Ja? Wir sind dieses Fitnesscenter. So. Sind die Geräte gebraucht? Ja, ein bisschen nur. So, warte. Haben wir beim ersten Run die Sachen auch falsch rumgestellt? Nee, das stimmt gar nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Du lügst. Diese fiese Idee kam mir gerade erst jetzt. Wie? Stelle ich die gegenüber? Ja, ne? Ich glaube, ja. Ich will, dass die sich angucken, wenn die schwitzen. Die sollen sich einfach angucken dabei. Okay, das überlappt ein bisschen, aber ist egal. Das sind alle Leute, die hier trainieren, sind auch überlappen. Also passt das schon. So, warte. Oh, die Musik. Charles. Charles, ich muss heute zu Fettnass. Mm. So, platziere 2 Umkleiderkabinen im Männerumkleideraum. Ich glaube nicht. Ich mache erstmal den... Ja gut, ich mache erstmal bei den Männern. Erstmal die Männers. Und wir machen aber 3. Ich gehe immer gegen das System. Wir haben noch 3 Yogamatten. Weißt du was? Die Yogamatten? Hier, direkt hier vor. So. Die Yogamatten. Ich weiß, hier? Oh, ich könnte die da drunter legen. Ist das eine gute Idee? Ich weiß halt nicht, was passiert, wenn wir das machen. Ich würde es mal probieren. Wir gucken einfach mal, ja? Wir gucken mal, was passiert. Wir können die ja hinterher bestimmt wieder umlegen, oder? Wir wollen einfach nur mal schauen. Draußen auf dem Gehweg wäre auch schön, wenn das geht. Ah, nee, das geht. Hier einfach. Wäre schön, aber naja. So, und das Rudergerät ist. Oh, es wär so schön. Aber leider. So, und der muss hier. Wir haben nur ein Rudergerät. Die sollen direkt sehen. Auf dem Weg zur Umkleide sollen die direkt dieses fantastische Werkzeug sehen. So. Das wird gut. Das Gute ist, wir haben sehr viel Platz gespart. Und jetzt, ach ja, wir müssen umkleiden. Warte, warte. Und jetzt, da kommt, ach, hier kommt ja auch noch diese Bar hin. Ich erinnere mich dran, ne? Du musst auf Level 3 sein. Ich bin einfach eine Lusche, Leute. Ich bin einfach voll die Nulpe. Ich mache mich lustig über die Leute, die hier trainieren, aber guck mich mal an. So. Ach, Mann. Das Spiel könnte so viel Schönes haben, wenn so viele Beschränkungen nicht wären.
So. Warte, ich war nur. So, möglichst an der Wand natürlich. Und dann. Hä? So, 3 Kabinen pro. So. Du musst das Spiel auch mal richtig ernst nehmen. Oh, warte. Ich hänge gerade am Rudergerät fest. Ich habe gerade überlegt, es wäre eigentlich schlauer, wenn wir das so machen würden, ne? An diese Wand hier stellen. Guck mal, pass auf, ich zeig das gleich mal. Auf Dauer wäre es schlauer. So. Und dann so. Ob das funktioniert? Nee, ne? Aber wenn wir das so machen würden, dann könnten wir wie so eine Hühnerstange machen. Weißt du, was ich meine? Dann. Hey! Hallo, Kinder! Na, habt ihr heute schon wieder 200 Kilo gestemmt? So. Wahrscheinlich eure fetten Eltern aus dem Wohnzimmer geschoben, hm? Damit ihr das sexy Sportclips gucken könnt. So. So, warte. Kaufe wie umkleiden. Kaufe Mülleimer. Haben wir gemacht. Platziere. Platziere Mülleimer im Männerumkleideraum. Extra so ein Pool. Warte. Vielleicht. So, die muss ich noch umplatzieren. Den Mülleimer platziere ich einfach hier, ne? Hopp. Oh. Ich krieg direkt das Achievement, dass alle Mülleimer sauber sind. Gut. Das ist bestimmt Sinn der Sache. Okay, prima. So, warte auf deinen ersten Mitglieder. Entschuldigen Sie, hallo, ich begrüße Sie. Mitgliederregistrierung, natürlich. Ich möchte mich für eine Standardmitgliedschaft. Oh ja, hallo, Standard, speichern. Natürlich. Oh, ein Kunde. Ein Kunde. Oh. Ja, geh in die Kabine. Geh in die Kabine, du Schwein. Oh. So, ich habe nicht gesagt, dass wir seriös sind. Eine Dusche fehlt uns noch, ne? Uns fehlen noch Duschen, glaube ich. Können wir die Duschen auch außerhalb von den Dingern machen, von den Räumen? Junge, okay, Sportoutfit ist aber eine 1, oder? Der geht strong. Der, oh, Junge. Steh ich im Weg? Fehlt Ihnen was? Brauchen Sie irgendwas? Hallo? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Hallo, mir ist langweilig. Ich habe den ganzen Tag nichts zu tun. Kann ich Ihnen helfen? Ich will nur hilfreich sein. Schneller, du faules Schwein, lauf schneller. Ich will dich schwitzen sehen, los. Gib mal ein bisschen Kette. So wird das nichts mit dem Abspecken, hä? Winterspeck muss runter. Du fettes Schwein, los, lauf, renn. Das ist Motivation, Leute. Das macht man so, das ist liebevolles Anstacheln. So. Hier, stinkt nicht mein ganzes Fitnessstudio. Ich habe ja gerade neu gemacht alles. Stinkt hier nicht alles voll. Ah, war das Gerät kaputt? Warum hat er das Gerät gewechselt? Wie kann ich denn das Deo wegmachen? Ah. Der hat es gar nicht angeschaltet. Der rennt einfach nur so. So, Fitness. Kriegen Sie jetzt ihre... Die sind alle schon durchtrainiert hier, oder? Hat er eine Wampe da vorne? Los, komm rüber! Alles Weihnachtsschwein. Oh, Fitnessstudio-Stank. Nein! Oh, wie das stinkt. Oh nein, warte. Warte. So. Kann man doch selber trainieren? Ich glaube nicht. Ne, ich kann zum Inventar hinzu. Ich kann selber nicht trainieren, leider. Leider nicht. So. Na, wieder Truthahn reingekloppt, über Weihnachten? Ja, sieht man auch ganz schön, hä? Da ist aber ganz schön. Oh, da war mindestens 70 Funde zu viel, wie ich das sehe. Na, kommen Sie mal rein bei Fettners. Wir haben gerade exklusive Mitgliederangebote. 30% runter. Aber vom Bauch, nicht vom Preis. Hm. Ich muss an meiner Strategie arbeiten, das funktioniert nicht. Das war's schon? Zweimal aufs Laufband? Und einmal 10 Kilo drücken? Du faules Schwein, so wird das nix. Komm nächste Woche wieder. So, der ist ja schon mit... Der hat das Gerät kaputt gemacht. Ausrüstung auf... Achso. Der hat einfach alles... Faules Schwein einfach.
Die trainieren da drüben auf dem Kostenlo. Ah, ich erinnere, ja, hier habe ich auch immer gerne trainiert, bis ich mir mal was gebrochen habe, weil die Geräte hier nicht gewartet werden. Mm, ich wünschte, ich wäre in einem seriösen Center irgendwo angemeldet. Kennen Sie ja vielleicht eins? Mm? Wo man vielleicht auch, wo es vielleicht auch nicht so steht. Ja, rüber da, ja, ab zu Fett. Arschloch. Ich gebe mir immer in Mühe. Es, naja, ist nicht ganz so einfach. Wo bleiben die Kunden? Warten auf neues Mitglied. Ja, warte mal, ich mach mal. Kann ich Werbung machen? Ich konnte auch Werbung machen, ne? Mitgliederliste. Guck mal, der Idiot zahlt täglich 200 Euro. Das ist einfach dumm. Der hat nur noch 2 Tage Mitgliedschaft? Das muss ich doch monatlich verlängern. Hä? Das ist doch ein Abo. So funktionieren doch Fitnesscenter. Die haben das Fitnesscenter gerade betrieben. Warte mal. Hallo, Sir? Jeremy, bist du das? Hallo, bist du Jeremy? Ich glaube, das ist Jeremy. Ich bin mir nicht ganz sicher. So. Das muss doch hier nicht sein. Guck mal. So, warte. Moment. Oha. Ich wisch da drin mal, ne? Ein bisschen. Hat den Leuten gefallen? Wir machen, also das Kundenbindung ist bei uns sehr wichtig. So, warte. Soll ich noch mehr Geräte kaufen? Soll ich mehr Werbung machen? Was soll ich machen? Ich gucke mal. Wir werden doch bestimmt zurück zum Hauptmenü. Wir können auch bestimmt Werbepartner. Guck mal. Wie viel kostet das hier? 3000. Ich meine, alles? Ich mach mal eine. 10 Stunden für 3000? Come to Fettnass. Ja, Mann. Come to wer so Flavor ist. Natürlich! Fettnass Paradise, hey! Ja, geil, guck sie an, wie sie trainieren. Guck's dir an. Ich würde gern wissen, wie jemand Yoga macht. Das ist kein fucking Yoga, das ist Kniebeugen! Dafür zahlst du 200 Euro im Monat, du Vollidiot! Die kannst du zu Hause machen! Was bist du denn für ein Lachs? Hör auf, den Laden voll zu stinken. Das kannst du zu Hause machen, deine Billigübung. Kann ich crouchen? Leider nicht. Jetzt weiß ich, was er da gemacht hat. Du Schwein, du ach. Ich komm schon. Entschuldigen Sie bitte, ich riech gerade ein bisschen nach. Niedrige Klasse. Oh, das Billigste. Natürlich. Gönnen Sie sich das Billigste vom Billigen, hm? Dann kriegen Sie auch nur den billigsten Service. Los, weg hier aus dem Weg. Ich will zu meinen guten Kunden. Ah! Gutes Training heute. Hab ich das gerade gemacht? Kommt das in den Müll? Oh, die Klamotten aber in den Müll. So, warte. Gut, ich will Leute ein bisschen motivieren, Leute. Ihr wisst, wie das läuft. Oh, meine Zufriedenheit ist nur bei 29%. Ich frage mich, warum? Ich kann mir das nicht erklären. Hä? Weiß ich auch nicht. So, jetzt rein hier, komm. Keine Ausreden. Keine Ausreden, du faules Schwein. Dein Fett quillt schon aus den Texturen vom Hemd. So, jetzt aber rein hier. Ah. So. Ah, so mag ich das. Andere Leute trainieren sehen, während ich faul daneben stehe. Ach, das ist das Leben, Leute. So. Gut, ich bin ehrlich, ich würde gerne ein bisschen... Was ist denn hier? Was sind das für widerliche Leute hier? Wo bin ich denn hier? Ich glaube, es soll Schweiß sein, aber warum ist denn der so untransparent? Der ist so intransparent wie meine Verträge bei Twitch. Ja, okay, dann würde ich sagen, kann ich, soll ich im Shop noch was kaufen? Ein Poolstuhl? Oh, Level 7. Fliesen. Gummifliese. 1000. Hab ich mal gemacht. Dekoration. Oh, ein Fernseher. Do it for the people who want to see you fail. So ein dummer Spruch. Push yourself to your limits. This is how you truly grow. Als ob die lesen können. Oh, hallo, guten Tag.
Na, was darf's denn sein? Niedriger, der billig. Die Holzklasse, natürlich. Los, verschwinde mit dir, du Schmutz. So. Die hat wahrscheinlich gar keine Sportklamotten. Muss man erstmal stellen. So. So. Das sind alles so Wichser, ne? Die machen alles schmutzig. Kommen die eigentlich in die Umkleidekabine rein? Wo sind die? Wo sind die Damen in Rot? Entschuldigung, kommen sie in die Kabine rein? Ich... Ach, jetzt ist sie drin? Hä? Wo ist sie denn? Wie ist die denn? Aber da ist niemand. Ha. So, ein paar Leute trainieren ja ohne Mitglied zu sein. Das finde ich frech, aber wie erkenne ich die denn? Doch, die sind alle Mitglied, oder? Hier kommt doch keiner rein, der nicht Mitglied ist. Das würden Leute nicht machen. Leute würden doch nicht einfach so in ein Fitnesscenter reingehen. Das wird fantastisch, wenn die beiden Geräte belegt sind hier. Das wird ein richtig fantastischer Ausblick. Ich freue mich jetzt schon drauf. Das wird sehr, sehr schön hier alles werden. So, ich räume hier mal ein bisschen auf, ja? Würde ich gerne selber trainieren, aber na gut. So. Oh, please, 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 please. Ja, wir brauchen mehr Leute, glaube ich, dafür, ne? Schade. So, tschüss, tschüssi, tschüss, befehlen Sie uns, tschüss, ciao. Sag deiner Mutter Bescheid, dass du trainierst. So, seine Mutter, grundsolide Frau. Oh ja, wir hätten Schränke, Duschen wollte ich noch kaufen, ne, damit ich nicht stinken. Ich wollte noch Duschen kaufen auch, warte mal. Kennt ihr das? Leute kommen zu euch zum was? Standard, ja dann hier, bezahl mal, $800. Warte, kennst du das? Leute kommen bei dir vorbei und stinken alles zu? Warte mal, Fitnessstudio. Umkleideraum. Achso, das sind Upgrades. Warte mal, Shop. Umkleideraum. Schränke haben wir gekauft. Dusche erst ab Level 4. Aber Bänke habe ich gekauft, glaube ich, ne? Wie ist der Stress? Der hat mich angerempelt. Oh, oh, die hat schon gestunken, als sie reinkam. Oh, manche Menschen, ne? Eine Transpiration. Ich glaube, die war schon im dritten Layer, die Transpiration. So, guten Tag. So, ich mache erstmal eine schöne Dusche rein, würde ich sagen. Vielleicht hier ins Eckchen. Ich schau mal. Umkleideraum. Ah, die Dusche haben wir noch nicht. Aber die Schränke. Ich mach die mal einfach hier in die Ecke so platzieren. Einfach so möglichst eng aneinander. So. Wie viel haben wir denn? Haben wir 4? So, warte. Moment. Das erfordert gerade Disziplin, Leute. Diese Musik, ich kann einfach nicht. So, 4 Schränke. Auf der anderen Seite auch. Die benehmen sich gerade alle. So. Das hier ist gerade die Umkleide für Männer. Drüben ist für Frauen. So. Oh. Männer brauchen eigentlich keine Umkleide. Also sie brauchen weder Umkleide noch Schränke. Die kommen direkt mit Sportklamotten hierher. Alle kostenlos am Trainieren? Nee, auf keinen Fall. Guck mal hier. Natürlich. Was darf es denn sein? Standard. Komm rein. Kommen Sie bitte rein. Ja, natürlich. Was darf es denn sein? Standard? Natürlich. Bitteschön. Nochmal. Oh, Junge, Junge, Junge. Die Schränke, die sind's, Leute. Die Schränke reißen einfach alles raus. Hallo, was darf's denn sein? Standard, natürlich. Bitte? Hä? Die trainiert nicht, die ist hingefallen, kann nicht aufstehen. Nein, Hilfe! Helfen Sie mir doch endlich! Hilfe, ich bin hingefallen! Ich bin ein Marienkäfer, Hilfe! Das ist aber ganz normal. Die stolpert einfach oft.
Sag mal, kann das sein, dass die hier vielleicht nicht reinkommen? Deswegen eventuell, wenn ich das jetzt hier dem Inventar hinzufüge? Was liegt denn? Wow! Ich glaube, die kommen da nicht rein, ne? Ich glaube, das ist der Grund, dass sie einfach durch die Wand rennen. Ich probiere mal gerade, die anders hinzustellen. Ich lasse hier mal mehr Platz. Ich kann nicht glauben, dass ich das tue, aber ich lasse hier mal mehr Platz. So. So, Leute, Motivations... Was ist denn hier los? Was ist denn hier? Sie Schwein! Verlassen Sie bitte mein Fitnesscenter! Junge, 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 wir landen wieder auf TikTok. Ich sehe es doch. Meine Fräse, was ist denn hier los? Warte mal, ich mach mal kurz hier. Ich räume kurz die Aufrüstung. Ich muss hier stehen, Leute. Da wäre ich aber auch gegangen. Ich verstehe das schon. So, Fitnessstudio. Jetzt stinkt der auch noch. Der hat sich einmal verausgabt. Nein, was? Hallo, da stinkt einer. Schnell. Wir haben einen Gestanksnotfall. Nein, mein Deo ist weg. Oh, das war knapp. Oh Gott. Hä? Aber der war gerade schon drin. Woran erkenne ich denn? Woran erkenne ich denn, ob jemand hier Mitglied ist oder nicht? Ich will die alle wegslappen hier. Wow, was war das mit dem Lied gerade? Das, Entschuldigung, das war im Lied, das war ich nicht. Da. Ich schwöre, ich kriege eine Klage anhängig. So, wer hat da wieder hingepisst? So. Oh, Junge, 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 hört doch mal auf, so viel zu transpirieren, ihr Widerlichen. Menschen sind so ekelhaft, ne? Okay, weißt du was? Ich kaufe noch ein paar Umkleiden. Huch, ich kaufe noch ein paar Umkleiden. Also, hier ist aber was los. Ich kaufe jetzt noch ein paar Umkleiden. Computer benutzen. Let's go. Pass auf. Shop. 1, 2. Und dann nochmal 1, 2, 1, 2. Und dann nochmal 1, 2, 1, 2. Ach ja, Bänke wollte ich noch kaufen. Haben wir Bänke gekauft? Ich muss gleich mal gucken. Die trainieren dort alle umsonst. Ich weiß aber nicht, wie ich das unterscheiden kann. Was? Kostet das denn extra? Nö. Okay. Nein, da steht wieder jemand. Warte mal, warte mal. Was war das für ein Geräusch? Ach, Streamlink hat ein Update. Er schon wieder. Was ist denn für ein komischer Schatten? Was ist denn das für ein komischer Schatten? Hä? 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 Aber das stimmt ja hinten vorne nicht. Die Fliesen sind, um Gewichte abzulegen. Ach so. Ich hab die jetzt dann mit ihrem schmutzigen, vollgekackten Schuh meinen Boden nicht berühren. Was zu beweisen wäre. Guck dir mal an, wie widerlich die alle sind. Ich hasse Kunden. Ich sag dir das nicht, ja? Aber ich hasse Kunden eigentlich. Guck dir das, ja, guck dir das mal an. Die treten alle in Hundescheiße, Altöl, Pisse. Die pissen sich selber voll, die stinken alle. Guck dir die mal an. So, wir kriegen gerade richtig Geld. Level 3! Ja, neuer Ort freigeschaltet, Vitaminbar freigeschaltet. Die kennen wir schon aus der Demo. Da schauen wir gleich mal. Wie kann ich sehen, ob jemand kostenlos trainiert? Trainieren die wirklich kostenlos? Muss ich dann nämlich mit dem Slap rausschicken? Bin unsicher. Junge, Junge, ist schon was los, ne? Also wir haben, genau, wir haben Mitglieder, aber ich sehe natürlich nicht. Ich glaube, die trainieren nicht kostenlos. Das wäre komisch, wenn man die nicht differenzieren könnte, oder? Wir brauchen auf jeden Fall mehr Geräte. Wir brauchen mehr Geräte, Leute. So. Das ist ja wohl der Hammer. So. Ich trainiere auch gerade. Guck mal. So, findest du die Schmutzigkeit? Na klar. So. Mitarbeiter kommen noch. Noch brauchen wir keine. Ah.
Krieg den Hammer nicht weg. Jetzt. Okay, guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Sie wollen eine Stammmitgliedschaft? Natürlich nehmen Sie VIP. Warum wollen die alle nicht VIP? Boah, Vorsicht, Gestangennotfall. Sag mal. Oh! Raus aus der Frauenumkleide, du Lustlurch. Da darf nur ich rein, weil ich hier arbeite. So ein Schmiro, Alter. Was ist das denn? Also wirklich. Der gibt's aber direkt mal auf die Unterlippe. Und damit er es lernt, habe ich ihm an meinem Schwanz geschlagen. Damit er gleich Bescheid weiß. So, Reparaturwerkzeug, warte. So, ich repariere. Ist wie neu. So, wenn neu antik bedeutet. So. So, ach Gott, guck dir mal die Frauen an. Es ist immer das Gleiche mit den Frauen. Die lassen überall ihren Shit rumliegen und lassen alles verdrecken. Wart ihr schon mal auf dem Frauenklo? Ich natürlich auch nicht, habe ich gehört. In Legenden und Sagen. Ich glaube, Disney macht Filme darüber. So, warte, ich mache erstmal hier, ich bringe mal den Müll raus. Wir wollen ja sauber, ne? So. Okay. Wer hat mir das mal erzählt? Ich weiß es gar nicht. War auf jeden Fall eine Frau? Wer hat mir das erzählt? War das Pan oder war das wer anders? Von irgendeinem Frauenklo, öffentliche Toilette, wo irgendwie mit einem Tampon rumgeschmissen wurde, mit einem benutzten, wohlgemerkt. Ja, nun. So. Okay, warte, ich bring kurz Müll raus. Wir machen eine Saftbar, dann können sie sich völlig überteuerten Scheiß kaufen, den sie sich auch günstiger woanders holen könnten. Das ist meine Geschäftsstrategie. Gronkh, ich esse. Ja, aber keine Tampons. Hoffe ich. Also wenn doch, dann, naja, gönn dir halt, ne? Ich urteile da jetzt nicht, wenn es keinem wehtut. So. Okay, es ist Nacht und die Kunden kommen nachts weniger vorbei. Was ich nicht verstehe, nachts ist ruhiger. 3000. So, den Track kenne ich. So, Proteinpulver, müssen wir nicht vorbereiten? Ja, ne? Du hast kein kochbares Essen. Gehen Sie zum Markt und kaufen Sie Hühnchen mit Reis. Nein, das wäre jetzt so eine gute Gelegenheit. Das wäre so eine gute Gelegenheit. Los geht's! Wow. Wow, ich brauche erstmal neue Texturen. Haben wir die Qualität auf hoch geschaltet? War mir nicht so? Ist das diese sagenhafte hohe Qualität? Das ist der Markt. Ach, hier ist der Markt. Hühnchen mit Reis, okay. Wie viel brauche ich denn davon? Ich mache es mal so. Hühnchen mit Reis in den Kühlschrank stellen. Ich mach mal. Alle? Weißt du was? Ist ja egal, wenn da welche nach mir kommen. Das ist ja egal. Scheiß auf die. Was? Boxclub auf Level 7? Ist das Fremdwerbung? Die sollen alle zu uns kommen. Level 8, 25.000. Dauert noch ein bisschen, können wir uns noch nicht leisten. So, Hühnchen mit Reis. Let's go, rein da. Achso, nein. Das hält noch bis morgen. So. Tschüss. Nach Hause gehen? Na, die Tür nicht von innen schließen sollen, ne? Ich bin aber auch noch nicht fertig, wenn ich... Ich weiß, wie es euch geht, aber... So, pass auf. Was ist das denn? Was ist das denn für eine komische Musik? Warte, warte. Hört sich an wie das Hauspark. Sauspark. Hat South Park nicht eine neue Folge gerade mit über Influencer? Ich wollte die noch gucken. Nicht spoilern, bitte. So, warte. Wupp. Na. Es ist nachts, deswegen, warte. Deswegen ist hier gerade die Geistermusik. Nicht, dass ihr euch erschreckt. So, 1, 2, 3, 1, 2. Mist, ich
sehe es nicht, weil es Spazieren daneben ist. Warte mal hier. So. So, das sieht schon mal gut aus. Bäm, bäm. So. Was ist mit der Flöte, Mann? Okay, zwei machen wir noch, warte. Zwei machen wir noch. Was wird das, ein Wahllokal? So, warte auf, Shop. Zwei machen wir noch. Ich muss gleich mal gucken, wie viel ich, wie viele Umkleidekabinen ich, also wie viele Dingens ich habe, wie viele Schränke. Macht uns das, was wir die Nacht durchmachen? Nee, ne? Huch. So. Stimmt. Wer ist wieder da? Inspektor Gadget. Achso, das ist zu spät. Wer hat eine Spur? Wuhu. Okay, dann haben wir 1, 2, 3, 4. Bei den Männern brauchen wir noch ein bisschen mehr Schränke, ne? Umkleideraum. Wir haben noch 6, okay. Scheiße. Was ist das denn? Weißt du, andere YouTuber-Streamer mal so mit geilen Breakbeats, Lo-Fi-Mucke, geile Basses, bla bla bla. Und dann das. Ich krieg das. So. Ich will auch mal cool sein. So, warte. Was? Die ganze Musik ist ein einziger Nippelzwirbler. Warte. Wapp. Ja, wir spielen uns den Gym-Simulator, ne? Bringen deinen Körper jetzt in Form, es lohnt sich. So, ich glaube, mache ich Feierabend? Warte mal, kann ich jetzt die Duschen kaufen? Jetzt finde ich es doch ganz gut. 1, 2, 3, 4. Oh. Ist, So, dann machen wir damit mal weiter. Okay. Auswählen. Zwei Bänke. Ich mach die erstmal hier hin einfach, ne? Bam, so. Wird schon passen. Wir werden später natürlich ein bisschen spammen. Wir werden hier später ein bisschen Zip komprimieren, das Ganze. Aber für jetzt reicht's. Hab ich 6 Bänke geholt? Hab ich. Ich dachte 4. Oder hatte ich noch welche? Ah. Naja. Ist egal. Ich mach die Bänke dann irgendwann einfach komplett nebeneinander oder übereinander oder alles, was wir hinkriegen können. Okay, ich gehe ins Bett und schlafe. Es ist wie spät? 23 Uhr. Was? Da schlafe ich, da gehe ich nochmal pumpen. Zu Hause weiter pumpen. So. Ich habe Friedhof der Kuscheltiere gesehen. Ich gehe da nicht durch. Ich. Kann ich woanders lang? Hot Drinks? Good Food, Hot Drinks. Oh, das ist aber zweimal. Reversed. Wow. Ja, das ist Club Reversed. Alles, was du erwartest, ist einfach umgekehrt. Game Meta. Wieso bin ich eigentlich in diese Stadt gezogen? Ich weiß doch selber nicht. Ich sehe nichts. Muss das so dunkel sein? Hier ist eine Wand, ne? Hier, okay. Bier. Oh. We are open 24/7. Ich gehe mal kurz in den Pub. Papala Pub. Ey, Leute. Hey, habt ihr schon das neue Fitnesscenter gesehen, was eröffnet hat? Das ist richtig geil. Leute, ey. Ich muss euch von diesem neuen Fitnesscenter erzählen. Seitdem ich da arbeite, da fliegen die Hähnchen auf mich. Alter, ist aber ein Träumchen. Wow. Ist. Guck mal, wie ich in Shape bin einfach. Junge, Junge, Junge. Mein ganzes Leben umgekrempelt. Ins Bett gehen und schlafen. Ich will mal gucken hier. Oh, da läuft gerade ein besseres Spiel. Ich sehe schon. Ah, hätte ich mal das gespielt. Naja, man kann sich's nicht aussuchen, ne? So.
Hab gewonnen. Zu verkaufen, Boxclub. Oh. Okay, nice. Ich mach das jetzt mal nicht. Wir versuchen mit dem Fitnesscenter ehrlich an Geld zu kommen, ja? So, wohne ich hier? Nee, was? Achso, nein, da wohne ich. Da wohne ich, wenn der Laden nicht mehr so gut läuft. Bis dahin wohne ich hier. Kann ich nicht im Fitnesscenter auf dem Gerät schlafen, lieber? Wie kann ich mir denn so ein Fitnesscenter leisten und wohne dann aber so? Wie ist das denn? Das ist doch nicht im Verhältnis. Ja, perform, Junge. Mindset, Mindset, Mindset. Dein ganzes Geld ins Business pumpen. Los. Ich brauche selber nicht viel. Ich schlafe. Warte mal. Das ist wie unwürdig einfach. Auf Kredit? Mir gibt doch keiner Kredit, wenn ich so wohne. Hallo, na, ihr süßen Tierchen. Achso, es gibt aber nur Hunde, ne? Es gibt keine Katzen, ich wollte es nur sagen. Oh, das wird nachher einen Krieg geben, welchen Hund wir uns holen. Oh, 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 oh. So, ich öffne die Türen zum Fitnessstudio. Die Leute wollen ihren Body stehlen. Ich möchte ihrem Glück nicht im Wege stehen. So. Hervorragend. Wir haben einfach wieder geöffnet. 8.17 Uhr. Wir haben 6 Kabinen und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Als hätte ich es gewollt. Hier auch, ne? 6 Kabinen und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Als hätte ich es gewollt. Hey, komm doch mal rein! Ich traue mich nicht, hier NPCs zu beleidigen, weil sich irgendwer wieder angesprochen fühlt. Komm rein, du hässliche Schnäpfe! Aber es sind nur NPCs, die leben nicht wirklich. Das ist okay. Die Laufbänder sind gammelig, die sind nicht gammelig. Man sieht, dass sie funktioniert, weil die oft benutzt werden. Und die werden auch benutzt, weil sie sehr gut sind. So wie sie, mein Herr. Sie werden auch benutzt, weil sie sehr gut sind. Junge, mit dem... Ah, Junge, mit dem Kind kannst du schon bald die Schnürsenkel zubinden. Komm lieber rein, trainier ein bisschen, hä? 7 Kinder hat der Mann. So. Trau mich nicht, was zu sagen. Wäre gleich wieder gecancelt. Das ist doch... Weil, das, da muss ich vielleicht mal den Laden... Da muss ich mal gucken, ob wir uns vielleicht später noch umbenennen oder so. Wir schauen mal. Ja, können wir draußen Leuten Schelle geben, dass sie reinkommen? Nee, ne? Das geht? Warte mal. Ich will mal gucken. Hallo? Meld dich an oder du kriegst eine Klatsche. Los. Ab zu Fettnass oder Klatsche. Es war der Unberührbare. Anmelden, sonst Klatsch. Klatsche, Kunden. Oh, Kunden! Miau. Hallo, guten Tag, wie geht's? Wie steht's? Ach, Sie wollen eine Standmitgliedschaft. Ja, gerne, hier, nehmen Sie bitte. Dankeschön, ciao. So, Standmitgliedschaft. Ja, Standard, hier, bitteschön. Gerne. Prima. Warum nennt Erik den Laden nicht Grand Shop? Weil ich ja Leute beleidige die ganze Zeit und schlage. Also, eigentlich hast du recht. Der Einwand ist berechtigt. So, warte. Okay. Das ist eine Bank, da setzt man nicht hin, du Dulli. Bist du dumm? Der hat sich so um... Oh. Ich hab's nur nicht gesehen, weil die Animation zu teuer war für die Entwickler. Kommt man nicht so einsehen. So, was kann ich denn hier? Wasser. Ich hol mal schnell Wasser und Proteinpulver, ja? Im Laden. Wasser, Proteinpulver, schnell. Mir ist das Spiel zu bunt. So, Wasser und Proteinpulver. Wasser. Achso. Nicht verprügeln die Wasserflaschen, einfach kaufen. So, und Proteinpulver. Das mische ich nachher und verkaufst du doppelten Preis. So, warte. Prima. Jetzt zufrieden? Ich brauche noch eine Stimme wie diese hier. Damit das ein bisschen passt zum Bild. Oh, hier wird Sport gemacht. Hier wird der Körper trainiert. Sehr gut. Für die Olympischen Spiele, wo wir sicher teilnehmen wollen. Liebe Zuschauer von den Wochennachrichten. Sehr gut. Oh. Digga. Piss dich.
Oh, jetzt stinkt die auch noch. So. Das war wahrscheinlich über so einem Stinktier. Habt ihr natürlich alles nicht gesehen, ne? Warte. Also. Typ wollte gerade Dame angraben. Und sie war halt sichtlich genervt davon. Da mussten wir eben eine klatschen. Oh, auf einmal. Oh, Kundenströme. Ja, natürlich. Guten Tag. Wie sieht's aus? Standard hier, bitteschön. Oh Gott, es geht gleich weiter. Standard? Standard, bitteschön. So. Dann würde ich mal ganz kurz eben. Ich muss ganz dringend reparieren. Überleg mal, die zahlen Geld für die Scheiße. So, ist wie neu. Ist wie neu. So, warte. Dann mache ich hier mal so. Alter! Raus hier! Du Lümmel! Was ist denn? Das ist der gleiche Typ! Das ist der gleiche Typ schon wieder! Oh, hallo, was darf's denn sein? Ein Proteinshake? Maschine füllen. Mit Whey-Protein. Ich komme sofort. Whey. Da läuft er immer noch und heult. Guck ihn hier an. Täh. So. Ich habe über seinen Schwatzengleis. Über seinen Glatzenschweiß habe ich. So, zurück. Ah, jetzt schnell wieder zurück. Da, eines Tages wird das alles uns gehören. Ich komme. Oh, da will ich Hühnchen mit Reis. Bitteschön. Ist natürlich schon kalt, aber ist egal. So, Maschine füllen. Fülle das Glas, bitteschön. So war das. Oh, zweite Mikrowelle geht auch, cool. So Leute, wie sieht's aus? Habt ihr Spaß? Ja, Training super? Alle in Form? Mann, ihr seht viel schöner aus als damals, wo ihr euch angemeldet habt. Da wart ihr richtig hässliche Schweine, sag mal! Verpiss dich, Junge! Das sah aber auch gewalttätig aus. Ich dachte, jetzt kommen die hier kontrollieren. Ob hier alles nach rechten Dingen vorgeht. Sag mal, wieso haben wir denn so viele Schmiros hier gerade? Ich bin der einzige Schmiro hier in meinem Fitnesscenter. Wenn hier einer Schmiro ist, dann ich, ja? Du willst ein Glas? Oh, bitteschön. So, warte. Wieder für dich, Boy. Ist wichtig, dass man mit beiden Geschlechtern anders kommuniziert. Das ist sehr, sehr wichtig. Die Girls stehen drauf, wenn man sie komisch anspricht und dabei immer sabbert. Ja? Und ein Auge muss am besten nach hinten in den Kopf rollen dabei. So, warte. Okay. Gut. Aber sonst alles cool? Okay, alles cool. Proteinshake natürlich. Das ist aus der weißen Pfütze vorhin, die ich am Apparat gefunden habe. Lass dir schmecken, ne? Es sind genug Proteine drin. So. Das Glas ist halb voll. Ich bin Optimist. So, Wiedersehen. Tschüss. Machen Sie es gut. Arrivederci. Bababababum. So. Alles okay hier? Ja. Hier wird fleißig. Guck mal, das ist einfach Training wie im Schlumpfdorf. Guck's dir einfach an. Hier wird richtig trainiert. Ja, wir können Mitarbeiter einstellen, aber ich sehe es momentan nicht ein. Wir schaffen das momentan selber ganz gut. Los, trainieren! Ja! Und jetzt alle! Woo! Ah! Ich würde auch springen, aber ich bin zu faul. Aber es ist ein gutes Vorbild. Ich gucke gerne zu, wie andere Leute trainieren. Los! Und nochmal 10. Nochmal ein 10er-Set. Komm, ein Set will ich noch sehen. Los! Einer stinkt. Oh. Gestanksalarm. Schnell gelöst. So, neue Anmeldung. Das verstehe ich gut. Hier würde ich auch trainieren, aber nicht niedrige Klasse. Um Gottes Willen, Schätzchen, wie billig. Mm. Standard. Das ist the way to fly. So. Kannst du Geräte präventiv reparieren? Leider nein. Erst wenn sie kaputt sind. Also glaube ich. Ich teste es mal. Bevor ich jetzt hier wieder falsche Aussagen treffe. Doch, du hast recht. Siehst du? Ich dachte, wenn da keine Anzeige ist, geht's auch nicht. Aber ich habe es unterschätzt, dieses Spiel. Ich habe es unterschätzt. Hey Girls, was darf sein? Einmal das gute Hähnchenrisotto für dich und einmal einen geilen Drink. Shake it, shake für dich, Babe. So.
So sind wir hier nämlich. Wir sind nämlich alles Gym-Leute. Wir haben unseren ganz eigenen Lingo. So, wo sind die Boys? Keine Boys in Town, nur Babes am Start. Okay. Ein Boy, 50 Babes. Okay, weiter geht's. Och komm. Na gut, wir haben wieder Proteinshake. Ich bringe nachher den Mob einfach aus in die Maschine. So läuft's hier. Na, ihr Mäuse. Oh, Alter. Puh. So, wir sind Level 3. Wir können auch keine Duschen bauen. Ich würde gerne Duschen bauen. Oh, warte, ich komme. Oh, Mist, ich hab Hähnchen vergessen. Hähnchen mit Reis. Na los. Was darf's hier sein? Ein Proteinshake, natürlich, kommt sofort. Los, los, los. Keine Müdigkeit vorschützen. Ich wette, auch die Zuschauer gerade zu Hause sind schon am Trainieren, während sie hier zuschauen. Was machen die eigentlich mit dem Hühnchen mit Reis? Da gehen die einfach... Okay, 70% von was denn? Ach, Füllstand. Ach so. So, Fitnessstudio Schmutzigkeit. Irgendwer hat doch hier hingepegt irgendwo. Ja, natürlich wieder die Frauen. Entschuldigung. Ihr seid schon ein bisschen Drecksäue, ne? Da war die Musik sofort aus. Ich wurde gecancelt direkt. Da wurde ich direkt, da war direkt schon, oh, das war, hätte ich nicht sagen sollen. Die Wahrheit ist unangenehm, ich weiß. So, sag mal. Nein, nein, ich muss auf die Fresse hauen. Da drüben ist ein Schmiro. Halt die Fresse, verpiss dich aus meinem Studio. Du Stück Scheiße. So. Ja, habe ich gerade auf den Arsch gesprüht. Aber es hat funktioniert, das ist die Hauptsache. Egal, wo sie stinken, ja, ich sprühe einfach alles voll. So, noch jemand hier? Fitnessstudio Gestank, immer noch, aber wir haben doch... Habe ich nicht gerade... Und Schmutzigkeit. Aber natürlich nicht bei den Männern. Nee, keine Ahnung, wo ist die denn schmutzig? Ich eile, was hast du... Oh Gott, das Hähnchen mit der Schal. Entschuldigung, was darf sein? Einmal Hähnchen mit Reis, natürlich. Achso, ich drücke mal in die Maustaste statt E. So, und einmal ein Gläschen hiervon. Unser guter Rotwein. Ich verkaufe die ganze Zeit Rotwein. Weiß nur keiner. So, präventiv schon mal wieder einen reinmachen, ne? Wenn das kalt ist, ist ja nicht mein Problem. So. Fitnessstudio Schmutzigkeit 3%. Sag mal, also frech. Achso, ich gucke sogar gerade noch zu. Mein teuerstes Gerät. Oh, nicht du. Das Ruder. Entschuldigung, ich wollte. Bitte verlassen Sie meinen Laden nicht. Ich meine das Rudergerät. Ich schwöre. So. Sag mal, das kann doch nicht sein. Wie kann man so dermaßen stinken? Kann ich bitte ein Hühnchen mit Reis bekommen? Ich halte das aber in der Nähe, da wird's auch gar. Schon wieder am Stinken. Was ist denn mit euch? Was ist denn mit mir los? Junge, Junge. Transpiration. Transpiration. Oh, Standard. Natürlich hier, bitteschön. Warte, warte. Warte. Standard. Ja, natürlich. So, Hähnchen ist auch fertig. Hallo? Ich find's gut, dass ich das rüber switche. Einmal hier und einmal hier, einmal hier. Bitteschön. So. Okay, Fitnessstudio Schmutzigkeit, 3%. Wer schmutzt hier rum? Mädels, ich guck mal, ich mache Kontrolle gerade. Kontrolle. Ist das wieder irgendwo durch die Wand geglitscht? Natürlich wieder die Männer. Natürlich, die Männer können ihre eigenen Hosen nicht wegräumen. Und dann finden sie am nächsten Tag nicht wieder und müssen wieder fragen, wo die Hose ist. Ist immer das gleiche. Igitt. Natürlich auch wieder die Männer. Geh doch da nicht drin rum. So. Okay, was darf sein? Hühnchen mit Reis? Na klar. Ob das extra drin ist wegen dem Meme? So. Ja, sowas läuft aber hier, ne? Oh, oh. Ich dachte schon... Er stellt sich vor, er hat endlich eine Freundin. Oh. Oder ein Baby, ich bin unsicher. So. Hier alles sauber. 2%. Wo sind denn die 2%? Die müssen doch irgendwo...
der Geburtenkurs. Wo ist denn der Schmutz? Ich muss eine Putzkraft einstellen, glaube ich, ne? Und was macht sie? Das sind Liegestütze. Das kennst du nicht. Warte. Ja, hallo, was darf es denn sein? Niedrige. Oh, bitteschön, hier, dein Armutszeugnis. Da. So, da ist auf jeden Fall was. Ja, Level 4 Duschkabinen. Endlich, die ganzen Stinker. Oh, warte. Natürlich, einmal hier bitteschön, einmal hier bitteschön. So. Ich liebe es, wie ich die ganze Zeit kaltes Hühnchen verkaufe. Träumchen. So. Oh, ich muss halt mal ganz kurz, die stinken da drin, die ganze Hütte voll, ne? Oh, das riecht so ekelhaft da drin, so ein Muff einfach. Oh, die kalte Winterluft. Einmal die Nüstern durch. Du solltest wirklich hier reinkommen. Ist ein heißer Tipp, du solltest wirklich mal... Oh, sie ist sauer. Warum? Oh. Sie ist nicht mehr sauer. Da hat schon wieder einer gegeiert. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ist ein bisschen schon sehr oft, oder? Ist schon ein bisschen sehr oft. So, finde schöne Schmutzigkeit 1%. Der wird bestimmt hier irgendwo liegen. Warte mal. So. Bestimmt ein Fußabdruck oder so. So, geht das auch, wenn die drauf sind? Nee. Oh, die sind kaputt, deswegen benutzt die keiner. Aber woran sehe ich das? Hä, das sieht man ja gar nicht. Die anderen Geräte haben da so ein Dingens, aber die hier nicht. Und die Yogamatten gehen nicht kaputt, okay. Deswegen geht keiner mehr drauf. Ich dachte schon halt, die haben eine Aversion gegen Sport. Kann ja sein. So, warte. Stinknotfall. So, bam. Ich komme. So, einmal kurz ein Smoothie aus der alten Kakerlaken hier aus der Ecke, bitteschön. Und noch eine neue VIP. Mein lieber Herr Daniel Young, Sir. Ja, Sir, kommen Sie bitte rein, Sir. Wie geht's Ihnen, Sir? Smoothie gefällig, Sir. So, und hier VIP. Hallo, Hashim Banks, Sir. Kommen Sie bitte rein, Sir. Na, wie geht's, Sir? Bitte, was denn? Was denn? Ja, schönes Foto, Sir. So, ein Proteinshake, natürlich. Bitteschön. Auf einmal VIP. Ich darf natürlich unsere VIPs nicht schlagen, ne? So. So, Proteinshake, natürlich. Man sieht schon direkt, wie die Muskeln wachsen. Mann. So. Prima, vielen Dank. Ja, vielen Dank, Leute, dass ihr heute da wart. Achso, ihr geht jetzt auf die Geräte erst, okay. Oh, da liegt da natürlich. Mädels, was ist da los? Mädels, bitte. Das schöne Blouson. Ich schmeiß das halt im Müll, ne? Das kommt nicht in die Kleiderspende. Ich bin da direkt, also ganz ehrlich. Ich sammle ja nicht eure Klamotten, um die zur Kleiderspende zu bringen. So lobe ich mir das. Hier ist richtig was los. Geil. Okay, in der Zeit können wir schon mal heimlich. Warte. 1, 2, 3, 4. Wir müssen ein bisschen auf die Kohle achten auch. Ich hab trotzdem mal 4 Duschen bestellt. Die werden wir alle nicht brauchen, aber vorsichtshalber. So. Oh, alles belegt. Wow, alles belegt. Boah, ich hab immer Angst, dass da gleich wieder so ein Schmiro dabei ist. So, die 2 Duschen mache ich mal dahin, ne? Ba-ba-ba-da-ba-bam. Oh, Junge, die sind aber ganz schön groß. So. Mit dem Mülleimer geht er. Girl, bitte. Alter. Piss dich. So, hier wird keiner belästigt, Leute. Hier wird keiner belästigt. Jetzt ist das Icon da. Oh. Das ist ein anderes Icon. Ich habe mal Angst, was kaputt zu machen. Ja, ich komme ja schon. Ich komme ja schon. Was darf es denn sein? VIP! Aber Gabriela Hans, Sir, bitteschön, Sir, my lady, Sir. Ja, bitte, ihr, ja, Anna Klö, natürlich, Sir, Ma'am, Sir. So, und Standard mit, ja, komm, verpiss dich. Ich brauche mehr Zeit für die VIPs. Standard ist,
Standard ist so 2023. So, warte.